mei, oh mei. Das eher gewusst. Ah. Herzlich willkommen hier bei Westsachsen Let's Play. Eine neue Folge Hof Bergmann müsste jetzt insgesamt die sechste Folge sein. Was soll ich sagen? Komm gerade vom Bankgespräch, aber dazu gleich mehr. Nochmal kurz der Hinweis, ne? Wer Autotreibkurse braucht, gerne bei uns im Chat über den Befehl, worum. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Dort findet ihr eine Menge Autotreibkurse und vieles, vieles mehr. Wir starten direkt durch. Ich glaube nämlich, der Stefan wartet schon auf dem Hof. Und ja, ihr bestimmt auch wissen, was nun Phase ist. So. Ja, interessant das Gespräch gewesen. Nun gut. Nun gut. Irgendwo. War gut, dass ich doch vorher im Dorfladen noch einen Kaffee getrunken habe. Wir fahren erstmal zum Hof. Ich hoffe mal, der Stefan ist da und hat sich nicht vor lauter Schreck verkrümelt. Er ist schon, ja. Also ich sag mal so, das Gespräch mit der Bank war aufschlussreich. Aber das gleich bequatschen. Die Wege hier nicht so weit. Ne? Strahlender Sonnenschein heute im März. Können wir nachher auch gleich fragen. Denn der Wohnauftrag schon bezahlt wurde. Hoffe mal. Wenn nicht, weil ein bisschen Kohle täten wir schon gebrauchen können, wollen, müssen, dürfen. So. Ach Mensch. Ach. Wir schauen mal, ob der Stefan irgendwo auf dem Hof rumwurschtelt. Stefan! Wo bist du? Irgendwo da hinten, oder? Ich flüchte gerade. Ich flüchte. Oh je. Ich flüchte. Stefan! Ja. Estefania! Ah, wo ist er? Seh dich! Seh dich! Eigentlich 5 oder 6 Schubkarren davon schieben, wenn wir das ganze Zeug, das ganze Geld bezahlen sollen. Was bin ich? Ich komme doch gerade von der Bank. Ja, und? Ja, also wir haben da, also nicht wir, aber der Hof, ja doch wir, oder doch nicht wir, ja wir haben es ja übernommen. Also wir stehen bei der Bank noch mit 200.000 Euro in der Miese. 200 Öcken? 200.000, ja. Das ist aber einiges. Ja, der Kredit war mal höher, das waren mal 1,5 Millionen vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so, was die gesagt hatte. Und das sind jetzt noch 200.000 Euro übrig. Ich komme schon wieder. Ja. Über die Mauer rüber.
Ring! Ich komme nicht über die Mauer! Verdammte Axt! Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja, ich würde sagen, 200.000 Euro ist überschaubar. 200.000 Euro hat, dann sind 200.000 Euro tatsächlich überschaubar, ja. Ja, also Laufzeit wäre jetzt noch ungefähr 2,5 Jahre und wir hätten jetzt ein Vierteljahr, sprich 3 Monate. Wir können jetzt 3 Monate erstmal hantieren und machen und dann in den 4 Monaten müssten wir anfangen, die Raten ab. Ah, okay. 4 Monate, das ist ja. Juli. Juli, ja, da hätten wir vielleicht sogar schon eine Ernte. Nee, da haben wir noch nichts mit einer Ernte. Aber wir haben doch eine Wiese. Ja. Was kam eigentlich bei dem Lohnauftrag aus? Hat er schon bezahlt? Ich habe noch gar nicht. Ja, hat schon bezahlt, ja. Super. Warst du heute auf der Bank? Hast du nicht aufs Konto geschaut? Nein, ich habe die Geldkarte vergessen. Ja, es sind 65.000 Euro auf dem Konto wieder. Wow. Da haben wir ja erstmal schon ein bisschen Kapital. Haben wir schon die Luft, ja. Wir werden ja auch in nächster Zeit, es ist ja schon März, wir werden ja auch Saatgut benötigen. Ne? Ja, Saatgut, Dünger haben wir doch gesehen, da ist genug. Ich weiß ja nicht, wie voll die Säcke jetzt noch waren. Ja, die haben jetzt nicht sehr schlaff ausgeschaut, also die sind schon gut gefüllt. Also könnten wir theoretisch anfangen, hier unsere Felder März, die könnten wir eigentlich bestellen. Ne? Ja, bestellen braucht man sie nicht, die sind ja schon da. Ja, hallo, Bestellung, ich hätte gern eine Pizza Margherita mit extra Käse. Funktioniert nicht. Ja, also wir könnten ansehen. Grundsätzlich ja. Hoffentlich ist das noch nicht zu spät. Ich bin jetzt gerade am Strebergarten herrichten. Mhm. Eine Sämaschine müssten wir ja theoretisch haben. Sollte eine auf dem Hof stehen, ja. By the way, ich streame auch, ne? Jo. Genau, ich sehe es gerade. Und da gibt es ja da eine tolle Funktion. Also bei mir zumindest, bei dir können wir das einbauen irgendwann. Jo. Und Ausrufezeichen. Multi. Ja, da könnt ihr tatsächlich auch dem Elmatatoren gleichzeitig zu. Seht ihr nicht nur, was der verrückte Ossi hier macht, sondern auch, was der durchgeknallte Wessi macht. So, eine Amazone haben wir. Ich glaube, da werde ich auch mit meinem kleinen Schlepper nicht weit kommen. Nee, ich glaube, da wirst du mit dem 600er hin müssen, Andi. Boah, oder mit dem Torpedo, ne? Oder mit dem Torpedo, ja. Also. Alles, was kleiner ist wie Torpedo, glaube ich, ist dann zu klein. Komm nicht rein. Da. Wie, du kommst nicht rein in die Garage? Oh, ich sehe gerade was. Wir haben ja Tastendoppelbelegung. Ah. Nee, du hast einen neuen Ding mit draufgenommen. Ja. Hast du die Input Binding zerschossen? Nein. Ach, ich muss, die Steuerung muss man ja speichern. Geht doch, geht auf. So, Mähne, Mähne, und aus. Ja, Torpedo. Diesel hat er noch.
ich mal schauen, was die Reparatur von dem Ding kostet. Ja, es würde uns nichts anderes übrig bleiben. Ich meine, wir müssen 200.000 Euro zusammenkratzen. Ja, ja. Und das in näherer Zukunft, ne? Ja. Also beim nächsten Mal werden wir dann drüber reden, wie hoch dann die Rückzahlungsrate ist. Also wir müssen nicht die 200.000 auf einen Schlag zurückzahlen, ne? Ja, aber 200.000 sind 200.000, auch wenn man es in vier Scheiben unterteilt. Irgendwie sowas. Immer noch 200.000. Sehr gut. Ach, das geht. 1.400 Euro. Diesel ist noch welcher drin. Sehr schön. Geht mal hinten ran. Mal schauen, ob er das packt. Ein Feld Weizen, eins Gerste, oder was ist so deine Idee? Ich hätte jetzt eins mit Gerste gemacht, weil Gerste einen höheren Ertrag hat als Weizen. Und wir kriegen Stroh und wir kriegen Futter für die Hühner. Und das zweite hätte ich eigentlich rein zum Geld verdienen gemacht, unser also Raps. Hab's. Aber Raps, ich glaube, da sind wir schon ein bisschen zu spät dran. Der muss ja viel früher. Schau mal auf dem Crop-Kalender, wann der in den Boden muss. Das grenzwertig. Was wir machen könnten, wäre jetzt Hafer. Ja, wenn es nicht anders geht, dann müssen wir den nehmen. Da müssen wir halt dann schauen, ob wir irgendwo Pferde herkriegen. Wir natürlich auch nicht an die Hühner verfüttern, das genommen. Ja, das ist, wenn wir Hafer haben und mit Hafer entweder Einstellpferde reinnehmen oder Pferde allgemein. Könnte man ja im Prinzip im Dorfladen mal eine Auslage machen, ne? Dass wir dann eigentlich Pferdeboxen vermieten hätten. Ja, zum Beispiel. Ja, das wäre eine gute Idee, ja. Vielleicht auch ein oder zwei Pferde direkt selber kaufen, großziehen, hoffen, dass man sie für einen guten Preis wieder los wird. Wäre auch eine Idee. Also ein oder zwei Fohlen eventuell. Soll ich da auf beide Felder Hafer machen oder? Weiß ja nicht, wie es. Warte, ich schau nochmal. Also, wir hätten Hafer, Mais, ja, grenzwertig Sonnenblumen, Kartoffeln, Rüben. Haben wir mit Ja, für gut. Sonnenblumen das Erntewerkzeug? Nicht, dass unser Gerät das kann. Könnt ihr noch nicht mal sehen. Ja, eben, wenn wir schon nicht sehen können, dann bringt es auch nichts, wenn wir es ernten könnten. Sojabohnen können wir noch machen. Naja, dann machen wir so, ja. Ja, Soja geht auch mit dem Gerät. Das kleine mit Hafer. Kleine Feld mit Hafer und das große mit Soja. Jo. Na ja, gut. Dann torpedieren wir mal los hier. Der Ich mache Unterschied. hier im Schrebergarten schon ein bisschen was. Ja, mach das. Ach, sag mal, so viel gelabert mit der Tante heute, hat man gleich eine heißere Stimme. Ja, du, wenn es mit der Tante laberst, dann kriegst du gleich eine heisere Stimme, weil dicken Hals. Ja, genau. Ausrichten. Im Prinzip jetzt beschäftigt damit,
den Garten ready zu machen. Ja, da bin ich gerade dran. Lerne es irgendwann. Muss anhängen, ne? Auch anschließen. Wen willst du anschießen? Anschließen. Anschließen. Sag ich doch. Ja, nee, nicht anschießen. Anschließen. Ja, Kabel und also Stromkabel, Zapfwelle, ne? Luft und Strom und Zapfwelle, ja. Man kennt es. Ja, es ist angehangen, schnell. Und ganz schön zu kämpfen dazu. Ich mache mit einem 100-Liter-Eimer hier den Schrebergarten. Wenn du sonst keine Hobbys hast. Wir haben doch vorm Haus steht doch beim Kinderstreich steht doch der Wasserwagen. Ja. Auch mitnehmen können. Jetzt bin ich schon fast durch. Schon ein heißes. Mich raten, du hast die ganze Nacht nicht gepennt. Wie die ganze Nacht nicht gepennt. Ich verstehe Jetzt es schon auch. wieder müde bist. Hallo, 11:44 Uhr. Nacht pennen? Hä? Stiefel. Wo warst du wieder? Wo warst du? Nein. Nach dem Motto, erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Willst du nicht wissen, wo ich war? Nee. Sehr und froh dagegen. Einzige Baum weit und breit, wer trifft, ne? Ich. Was davon scheint ja noch da zu sein. Großvater hat da so ein paar neue Geräte investiert. Muss wohl die Amazone, die gerade bei mir hinten dran hängt, auch mit dabei gewesen sein. Okay. Auch wenn ich sie richtig verstanden habe, wollte er auch noch neuere Fahrzeuge legen, aber naja. Dass es da nicht mehr dazu gekommen ist, haben wir ja gesehen. Ne? Ja, das ist. Wir werden sehen. Ja, Sanierung vom Farmhaus war ja auch mit drin. Oh, hat nicht viel übrig geblieben, ne? Eigentlich gar nichts. Außer die Maschinen und der Hof.
machen wir halt das Beste draus. Also die hat schon wirklich am Anfang gefragt, sie wollen das wirklich machen? Was bleibt uns sonst übrig? Ja, dachte ich auch, ne? Jetzt haben wir nur schon angefangen, ne? Jetzt haben wir halt den Salat. So. Wir haben ja noch gar keine Daten, was die Felder angeht. So vom Kalk und Düngerzustand und so. Genau, da müssten wir dann mal, da gibt es ja hier so ein Institut irgendwo in der nächsten Stadt. Da irgendwie uns weiterhelfen. Ne? Das kostet alles Geld. Ah. Das ist wahrscheinlich nicht zu knapp. Und jetzt machen wir ja quasi auf gut, ja, guten Verdacht halt, ne? Ja, gut Glück, ja. Glück, genau. Hier mal Internet recherchieren. So, Internet. Ah, da waren sie wieder. Ja. Intranet. Ja gut, wir werden schon irgendwie an die Informationen rankommen. Würden Sie sonst übrig bleiben? Vielleicht hat ja der, wo du pflügen warst, vielleicht hat der ja irgendwie eine nützliche Info. Der Bauer, hau mich blau und schlag mich tot. Nee, hau mich blau hat er nicht geheißen. Schlag mich tot auch nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Güterführung. Nicht nach Güter ran. Oh, jetzt, oh, das Weiter. Das war ein netter Leck. Aha, der war schön. Vom Feld direkt auf die Wiese gegenüber. Und das Gefühl, Steine sammeln ging gestern schneller. was ist denn da los? Warum nimmt denn der jetzt den scheiß Dinger nicht? Nee, der ist nicht voll. Der sagt immer die ganze Zeit Güter fehlen. Aber er will kein Mineraldünger annehmen. Jetzt hat er mich genommen. Jetzt warten wir mal, bis da wieder paar Früchte kommen.
Hühner müssten ja auch schon wieder ein paar Eier geschmissen haben, ne? Theoretisch. So, der schmeißt uns 220 Körner pro Quadratmeter aus. Klingt ganz schön viel. Schon, Hafer. 10. Viel hilft ja viel. Was? sagt man so, ja. Ja. Sie ist auch eine da, ne? Walzi, Walzi, Jojo, das sowas ist da. Da können wir mit. Und die Älteste scheint es auch nicht zu sein, die Walze, weil. Ne? Hallo Susi! Hallo Susi. Unser treuester Fan. Der einzige Fan. Faninnen, wir müssen ja gendern. Wir müssen nicht. Ja, doch, das ist heutzutage, muss man das machen. Ich bin kein Freund von Salatgurken. Nicht? Schmeckt doch aber gut. Nee. Nicht? Also ich habe was dagegen, wenn sich Menschen als weder männlich noch weiblich betiteln, sondern sich als Salatgurke fühlen. Ja, gut, das ist halt, was machen die dann auf der Straße? Dann gehören die in unseren Schrebergarten. Zweifelsfall in den Dachladen. Müssten wir sogar noch Geld kriegen dafür. Scheibchenweise oder im Ganzen? Ist mir scheißegal. Hol das Fichtenmoped raus. Du musst gar nicht. Und mich zu sehen bekommst du ja auch gerade nicht, außer ganz kurz am Anfang. Yeah. Aber du kannst mich hören. Oh mein Gott, jetzt wird sie gleich davon laufen, pass auf. Können wir ja eigentlich die Susi als unsere Finanzbeauftragte einstellen hier. Müssen wir nicht so auf die Kohle achten. Dann kostet es ja wieder Geld. Nee. Wohl. Kostet nix, Box. Ja. Schaut und hört uns gern zu. Versehen, ne? Ja. Laufen wir ein bisschen nehmen. Jo. Euch pleite, Geier. Nein, danke. Wie, was? Hä? Ach so. Wir sind nicht pleite, wir haben über 60.000 Euro auf dem Konto. Wer sagt, dass wir pleite sind? Susi. Susi. Ja. Das heißt nicht Pleitegeier, das heißt Bundesadler. Sehen beide gleich aus, ne? Habe ich so das Gefühl. Seit wir die SPD als Regierung haben, ist es wieder ein Pleitegeier. Bundesgeier und der Pleiteadler. Wir sind jetzt dabei, den Hof wieder zu altem Glanze zu führen.
Hoffentlich ist das jetzt nicht zu hoch gegriffen. Alt und Glanz. Ja, so wie es früher mal war. Nee, du hast nicht den falschen Beruf. Ist schon richtig. Uniform an, dann geht das los. So, dann. Warte mal, beim Zoll ist doch auch der Bundesgeier drauf, ne? Soll das oder Bundes der Plättigkeit Der Pleiteadler. Naja, macht ja nichts. Machst du Panzertape drüber, Susi? so ist Susi beim Zoll. Also, du darfst nicht verraten, wo wir unser Zeug versteckt haben, ne? Nee, 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 nee. Gut, 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 gut. Das raucht man schon schon selber. Sei denn, du gibst Red Cat wieder was ab. Oh ja. Ein plastischen guten Abend. Ja, synktastisch. Das muss ja sein Getränk sein oder sowas, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich noch viel weniger. Du hast frei, da hörst du nichts. Ja, das ist richtig. Dann können wir ja weiter über unsere Geschäfte reden. Morgen steht dann hier drei Sixpacks und 12.000 Beamte vor der Tür. Nee, nee. Jetzt eigentlich schon Hühner. Seit wann haben wir schon Hühner? Du gleich am ersten Tag organisiert. Wir haben Küken. Wie geht denn her? Haben wir einen Hahn? Küken hier. Wir haben einen Hahn und wir haben 20 Hühner gekauft damals. Schön. Also Nachwuchs ist schon mal da. Wir haben ja auch schon ein paar Eier in den Dorfladen gebracht, ne? Ich Ja. war ja, vor dem Termin war ich ja noch schnell dort einen Kaffee trinken und die Frau sagte ja auch, also die Verkäuferin da, dass unsere Hühnereier sehr gut verkauft werden, weil die sehr, sehr lecker seien. Die Leute sind teilweise schon etwas traurig, wenn es keine Hühnereier mehr von der Hof Bergmann gibt. Ja. Oder vom Hof Bergmann. Dann bin ich ja schon froh, dass ich schon wieder 6 Kisten fertig habe. Oh ja. Haben das Hühnereiermonopol. Ja. Wir haben das Hühnerei-Imperium gegründet. Und der Bill Gates der Hühnereier. Ja. Absurd. Um aufs Hühnerei zurückzukommen, ne? Bei dem Trecker hier sind die Bremsen auch nicht das Gelbe vom Ei.
It's like my English, it's not yellow from the egg. Richtig, richtig. My German is much better als mein Englisch. Englisch. Ja. Aber irgendwie freue ich mich schon drauf, hier irgendwann mit dem Mähdrescher mal drüber zu fahren. Ich freue mich darauf, den Mähdrescher irgendwann mal zu entsorgen. Ja, wahrscheinlich würde er erst mal ein paar Ernten noch mit uns durchmachen müssen. Würde bestimmt machen müssen, ja. Genauso wie die Traktoren werden auch noch müssen. Ja, ich meine, hier bei dem auf der Uhr stehen 125 Stunden. Nicht viel, aber es weiß ja keiner, ob er vorher schon mal die Runde rumgemacht hat. Das ist ja gar nichts, das ist ja gerade mal eingefahren. Ja, aber vom Aussehen her würde ich behaupten, die Uhr ist schon einmal rum. Jetzt könnte man vom ganzen Hof behaupten. Strahler, dann geht das. Warum mache ich jetzt eigentlich Licht an? Ist so noch hell. Mensch. Aber zieht sich gut in die Länge hier. Also kannst nebenbei Zeitung lesen, Fußnägel schneiden. Also, Also deine üblichen Tätigkeiten nachgehen. Ich muss mit der Nagelschere aufpassen, das rüttelt ganz schön hier drin. Nicht, dass ich mich verschneide. Dann kannst du auch billigere Schuhe kaufen, weil 36er sind billiger als 47er. Na, Kindersärge habe ich jetzt keine, aber ja, Zeitung lesen. Ja, Zeitung. Ja, ich weiß, ich und Zeitung lesen. Ja. So nicht ganz richtig. Nicht nur du und Zeitung lesen, sondern sagen wir es mal Na. ganz einfach so, du und lesen. Ich kann lesen. Ja. Ich war auch bei der Bundeswehr. Echt? Ich habe auch zwei Streifen auf der Schulter gehabt. Ich hab da was anders. Das heißt, ich kannte einen, der lesen und schreiben kann. Ich hatte das geschlossene U. Das bist du Stufz. Geschlossene U. Das heißt, die Mutti hat die Beine wieder zusammen gemacht beim Rausdrücken. Oder so. Nur dafür hat es bei mir nicht gereicht. Ich durfte nicht. Okay. Ich durfte Nachdem. und dann. Nee, nachdem unser Spieß mal beim Antreten aufgetaucht ist. Und dann, naja, hast du halt mal Stefan schreien hören. Wir drehen den Spieß so lang, bis die Sau gar ist. Der war ja eigentlich lustig, ne? Aber irgendwie unangebracht in dem Moment. Moment hat er das nicht so toll gefunden, ne? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Na, ist ja auch nicht, also hat die Sonne ganz. Hab da mal geguckt, ob er irgendwie einen Stock im Arsch oder so hatte. Wohl, dann wäre es bloß noch zu einem Strich. Ja, ich meine, ich habe ja auch mal auf Wache Generalmajor aus seinem Fahrzeug herauszitiert. Du auch? Ne, ich habe nicht einen Generalmajor, aber es war schon der Major bei uns. Nee, ein Generalmajor. Also, der hat richtig goldenes Eichenlaub drauf gehabt.
so, hat er auch noch drauf gehabt. Ja, sie hat es drauf gehabt. Dann, ja, das ist Fettnäpfchen. Nee, das Bock hat Fettnäpfchen. Ich war dann auch über eine Woche. Bin da so an meinem Wachhäusler gestanden, ne? Kommt eine schwarze Limousine mit Standarte. Ne? Geht's Fenster auf. 7 Uhr morgens, also die Kaserne war noch nicht offen. 7 Uhr morgens fängt er an, machen Sie auf! Dann gehe ich an das Tor ran und sage, kommen Sie her. Schreibe wieder raus, wissen Sie, wer ich bin? Sage ich, wissen Sie, wer ich bin? Sagt er, nein, sage ich, Gott sei Dank, kommen Sie her. Ich steige hier nicht aus. Dann habe ich meine Waffe gezogen und habe gesagt, hab ihm die so gezeigt und gesagt, ich habe hier neun gute Gründe, dass sie aussteigen. Und dann ist er zu mir gekommen, hat mir seinen Truppenausweis gezeigt. Geht doch, wenn man nur will, ne? Dann habe ich salutiert und gesagt, Grüß Gott, Herr Generalmajor. Willkommen in unserer Kaserne und haben reingelassen. Und dann kam eben dieser Appell. Tja, das war's dann mit der Unteroffizierslaufbahn. Auch dass er gleich so nachtragend ist, ne? Nee, er war eigentlich gar nicht so nachtragend. Nachtragend war der Spieß. Ach so, ja. Ach ja, stimmt, ja, das war das Spiel. Moin, Üli. Ach, du warst ja heute schon mal da, ne? Heute Morgen. Erst eine Runde LKW fahren, jetzt eine Runde übers Feld ackern. Joa. Nee, wir hatten bei uns, war ich auch Wache gewesen, ne? Vorpfosten hätte ich beinahe gesagt, Vorpfosten halt. Und da war zu dem Zeitpunkt, sind bei uns im Freizeitbüro, was ja jede Kaserne irgendwo hat, ne? Sind immer viele Dinge verschwunden und da waren wir angehalten, Fahrzeuge zu kontrollieren bei der Ausfahrt. Und ich kannte zu dem Zeitpunkt unseren Standortsoffizier nicht, unseren Major. Und? Ich kannte ihn nicht, er ist in Zivil, ist er rausgefahren und Sicher? ich habe ihn halt auch kontrolliert, ne, das Fahrzeug. So wie man es normalerweise machen sollte, ne? Ja, genau, und er fand es in dem Moment zwar nicht ganz lustig, aber hat dann wohl eine Woche hinterher gemeint, sie haben ja nur ihre Aufgabe erfüllt. Und nicht nur das. Ich meine, er ist ja auch nicht dein Vorgesetzter in dem Moment. Nö, der ist nur der Standortleiter im Prinzip. Weil du hast in dem Moment nur einen Vorgesetzten, das ist der Bundesverteidigungsminister Jo. und den Offizier vom Wachdienst und dann war es es. Weiß gar nicht, was da alles verschwunden war. Fahrräder sind da teilweise nie wieder aufgetaucht. Lauter so Die ein schreiben Scheiß. mir ja immer dieses komische Vergatterung. Genau. Genau. Vergattert. Nicht vergöttert, sondern vergattert. Autodrive habe ich auch, Uli, aber wir nutzen Autodrive hier auf dem Spielstand. Nee, auf dem Spielstand macht es keinen Sinn. Wir sind zu zweit und das geht. Geht ganz gut. Die Wege sind nicht weit. Auf der schönen kleinen Karte finde ich, macht es keinen Sinn, dass man mit Autodrive Cosplay spielt. Nee, Polizist bin ich nicht. Das war Gottes Willen. Wir haben gerade über die Bundeswehrzeit ein wenig philosophiert. Ich muss sagen,
sagen, das Feld zieht sich. Wie Gummi. Schlimmer. Wie Kaugummi. Ja. Warten wir, bis du das nächste machst. Ja. Naja, sind ja nur noch 6 Bahnen. Sind ja nur noch 6 Bahnen. Nö. Ach doch. Ich kündige. Ach, geht auch wieder nicht. Ja, Zug ist weg. Ja, du schaust mir wieder zu hier. Oha. Ich habe gerade den Lader in die Werkstatt gestellt. Den möchte ich gerne wieder auf Vordermann bringen. Und was sagt Oleg, der Mechaniker? 2000 kostet das Fahrzeug. Naja, hat Mut, ne? Lackieren müssten wir ihn. Technisch ist er in Ordnung. Die Lackierung würde 2.000 € kosten. Die Lackierung, weiß ich nicht, also das Fahrzeug ist jetzt 2000 € wert. Er wird wie mein Pappauto. Ja, es ist ein Blechauto und du hast ein Pappauto. Ja. Du hast eine Rennpappe. Ring, dicke Ding, Ring, dicke Ding. Genau, Ring, Ding, 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 Ding. Wie war das, der Crazy Frog war das, ne? Ring, Crazy Frog, ja. Ding, Ding, Ding. Ring, Auch, Ding, auch. Ding, Ding. Was haben wir denn Schönes zu tun? Düngen will ich nicht. Grubbern. Könntest ja auch die Walze schnappen und übers Feld drüber eiern. Dann eier ich mal. Ich habe jetzt noch, ich würde sagen, die zwei Bahnen dürften es sein. Auf dem einen Feld, du hast noch ein Feld vor dir. Auf dem kleinen Feld, ja. Und was war das andere, hat man gesagt? Achso, jawohl. Genau. Sojabohnen können wir schon mit dem Schneidewerk dann ernten, was wir haben, ne? Normalerweise kannst du es mit einem ganz normalen Schneider gerne. Okay. War hier eine Dreiviertelstunde übers Feld zum Ansehen und du machst das Ding hier in 5 Minuten platt, ne? Eine Bahn haben wir noch. Da sehen würde, was der aus dem Auspuffrohr rauskommt. Uiuiui. Unfähig. Mit den Körner runtergegangen. 160. Naja. Bevor du da hinten in den Gag reinfährst, waren gleich fertig. Frisch im Boden die Körner und schon platt gedrückt.
stellen. So, ja. Oh ja. Oh ja. Eigentlich. Die können wir sogar beim Viehhandel verkaufen, ne? Landhandel, Viehhandel nehmen die. Okay. Und sind dann, wenn wir sie ernten können, im Juli herum. Juli, August. Sind es so die höchste Nachfrage. Hafer? Ja gut, der sinkt. Der ist dann im Winter eher gefragt. Aber den eventuell braucht man ja selber. Erstens braucht man eventuell selber, zweitens haben wir ja das, wie hätte ich schon gesagt, angenehme Nebeneffekt, dass wir ihn mit, hilf mir, mit Stroh ernten. Das heißt, wir Ja. brauchen auch ihn dafür. Den Fall und das ist jetzt mal nicht so übel, ne? Also als Einstreu. Und Stroh ist erstens Einstreu und zweitens ganz massiv, hätte ich Okay. jetzt gesagt. Diese Fruchtart kann im März nicht gepflanzt werden. Die ist erst im Welche? April. Soja? Sojabohnen. Mich da jetzt um einen Monat. April dran. Nun können wir nicht. Ja, dann müssen wir halt warten bis April, ne? Ja, bald. Wird denn anders? Anders wird es nicht. Müssten halt nur einen Monat warten. Ja. Es nützt ja nichts. Deine liegen da auch, stören da auch keinen. Dann müssen wir schauen, ob wir da nicht irgendwo so eine alte Steinmühle oder sowas uns organisieren. Und dann zu uns auf den Hof stellen, wo wir unseren Kalk dann selber produzieren. Ne? Boah, auch nicht so verkehrt, ne? Oh. Ja, alles, was man selber produziert, braucht man nicht kaufen. Ne? Jetzt mal mit dem bisschen, was wir da haben, ist zwar keine Großmenge, lieber man hat, als man hätte, ne? Lieber haben wie brauchen. So gewalzt ist. Andrea. Bitte? Du hast den ganzen Katalog mitgebracht mit Aufträgen. Immer Steuer haben wir. Ich mal in so einem kleinen Feld mit Düngen. Ich mit dem Moped hier. Viel besser in dem Fahrzeug. Haben wir auch schon einen halben Tanken ausgefahren.
Dünger, 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 Streuer war irgendwo. Düngerstreuer. Das ist der Kalkstreuer, das wo du jetzt nennst. Das wird Kalk. Der steht hinten beim Misthaufen. Dünger. Altdünger, sag ich mal. Hinten am Misthaufen steht das Kombigerät. Also, okay. Ja, dann können wir das Kombigerät da dran klatschen, weil dann der eine wesentlich höhere Kapazität hat. Der Wagen ist doch voll, oder? Ist Hm? bloß ein klein, ist bloß ein kleines Feld. Drei. Einmal drüber fahren. Du müsstest passen, ne? Naja. Ah, jetzt. Danke. Kann ich das hinten auch angeschlossen? Ja, ne? Alles anschließen. Aber das schafft. Nee, hinten ist noch nicht. Oh, okay. Jetzt ist. Vielen Dank. Wo ist es denn? Müsste ja bei uns hier sein. Ach, da unten. I, Rüben. Naja. I, Rüben, I. Oh. ÜV, böses V. Ich soll Rüben düngen. Rübendüngen, Ja, das geht. Die Ausfahrt nehmen können. Nehmen wir halt die nächste. Oh, sehr schöne Kombi Rübendüngen. hier. Echo wollten wir uns noch stellen, ne? Ja, stimmt. Kannst ja mal gucken. Da war was. So. Würde ich zur Werkstatt stellen, ne? Ja, so Werkstattecke. Zwischen die Tore, glaube ich, hast du gesagt. Entweder Oder so. zwischen die Tore oder links neben die Tore. Hätte ich jetzt so. Oh, doch so breit. Na ja, gut. Bei unserem Fahrsilo drüber fahren können. Da wäre schneller da gewesen. Gleich in der richtigen Richtung. Naja, wir arbeiten dran. Sagen wir so. Sagt wer, steht wo. Sie sorglos. Susi sorglos sitzt im Bad, grün goldenes Haar. Schöne Technik mal, hoffentlich. Es gibt Leute, die finden, dass das schon schöne Technik ist. Ja, mein ist es ja auch, aber in der heutigen Zeit halt irgendwie, ja, ne? Kontraproduktiv, ne? Zu langsam, zu uneffektiv. Mit unseren zwei Feldern und der einen Wiese geht das ja eigentlich. Geraten Kann ich so. nicht lackieren. So, Tirlo. Nutella? Klingt gut. Ich verklage jetzt Nutella. Nein. Ich verstehe nicht, wie die das machen können. Die Suppenkelle passt nicht in das Scheißglas. Ah ja, kann die Problematik stehen.
Nur einschalten sollte man vielleicht auch. So. Wie viel Hühnchen haben wir jetzt? Alle. 20 Hühnerküken haben wir schon. Hügendünger. Ach, daneben. Ach, wunderschön. Da hat einer Mais. Mais. Leider kein Schneidwerk für. Und wir kämen jetzt schnell weg. Also ich habe keins gesehen. Boah. Nee, da steht keins. Wir doch bei auf Sicherheit auch die Geräte. Normalfall bieten sie die Geräte auch an, ja. Naja, dann den Auftrag kann ich jetzt hier noch ein bisschen düngen. Einfach mal loswerden. Momentan sind nur grobe Aufträge da. Ja, Ober und Düngen, ne? Ja, grobe düngen und säen. Haben wir mir in Grube? Ober steht da, wo der Pflug steht, ja, der Tiefenlocker, da daneben. Da ist auch ein Grübär. Ein Grübe, ein Horsch. Oh. Der ist ja so schmal. Haha. Sehen wir mal was Neues. Gott, da bist du gar nicht fertig. Schaut eigentlich auf unsere Wiese aus. Grün? Ja, sind die jetzt schon fertig und erntereif oder? Noch nicht geschaut. Müsste aber rein theoretisch. Wäre ja jetzt der Frühjahrsschnitt drin, ne? Ja, der erste Schnitt. Mal. Ihn gerade mal rüberlassen. Okay, passt. Oh, das ist erntereif. Erntereif, dann brauchen wir wahrscheinlich wieder Schnapp. Schnibbel die Schnabbel die Schere. Würde ich sagen, mieten wir uns eins, oder? Durchaus tun, ja. Falsche Spur, da war ich doch gerade. Dummes Ding. Du die. Wir ja im Prinzip nach dem Schnitt, wenn wir alles aufgesammelt haben, da auch noch mal düngen, ne? Ja. Ach, ist das schön, ist das schön. Ja, Deutsche Post. Deutsche Dost. La 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 la, lecker. Und ich sehe gerade, ich habe keinen Traktor mit Frontaufnahme. Wir haben generell keinen Träger mit Frontaufnahme, Das also mit ist Zapfwelle unglaublich vorn. übel.
Bleibt dann bloß ein Heckmähwerk. Ah, doch, wir haben ein Mähwerk. Stopp, stopp, stopp. Beim Ladewagen dahinter liegt eins. Echt? Ja, da lag eins, natürlich. Aber ist doch auf Frontmähwerk, oder? Das war fürs Heck. So Seiten Heck Dings da. Beim Ladewagen. Beim Ladewagen, ja. Dahinter, da lag eins oder stand oder wie auch immer. Mir gerade eingefallen, bin gerade den Hof in Gedanken durch. So. Ah, so Schleppschneidwerk, richtig, da war was. Das läuft aber doch an der Seite, ne? Ja, müsste aber für hinten dran sein, ne? Ob ich den da jetzt wieder reinpupsieren kann. Ach, das ist wieder zu. Reifen hält mich fest. Was soll das? Es ist wieder der Reifen. Mhm. Noch nix. Ja, tief ist Englisch, Englisch ist modern. Englisch kann nicht modern sein. Da. Aber ich würde sagen, ihr könnt ja beim Stefan, wenn ihr wollt, noch ein bisschen zuschauen. Denn. Hilfst du mir nicht mehr? Doch, 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 doch. Ein Grubi verlässt uns jetzt Raubtierfütterung und ich werde jetzt den Stream auch beenden. Aber wir werden jetzt noch ein bisschen aufzeichnen. Den Stream von jetzt, den bekommt ihr dann heute auf YouTube noch zum Nachschauen. Und die nächste Folge dann für morgen zeichnen wir auf, laden wir dann bei YouTube hoch. Also morgen dann, ne? Zeit wie immer, könnt ihr dann eine Stunde eher gucken. Und ja, dann gucken wir mal weiter, ne? Wie wir das jetzt machen hier. So. Auf diesen Hof wieder auf Vordermann zu kriegen. Werden die zwei verrückten Brüder es schaffen, den Hof wieder auf Vordermann zu bekommen? Wir werden schauen. Auf jeden Fall. Danke fürs Reinschalten. Und euch noch in schönen Tag, schönen Abend. Ja, wir sind schon bei Abend. Tut nur das, was ich auch tun würde und was der Stefan tun würde, ne? In dem Sinne. In dem Sinne. Macht et juhut. Tschö, tschö. Achso, ich könnte. Ah, Moment, ich könnte dich ja raiden. Könnte es mich rein? So rein theoretisch. Marmelade, nee, ne? Ich schicke euch rüber zum Stefan, könnt ihr weiter gucken. Ja, Westfalen, let's play. Was?
Du Heinz. Oh, okay, dann bis ja, morgen nicht hier im Livestream, aber viel Spaß noch. Ciao.